Hallo ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es mal ein kleines Review, denn ich habe mir eine kleine Sache bestellt. Oder sagen wir eine große Sache und drei kleine Sachen. Kommt eher hin. Und zwar, wie ihr seht, bei BH Cosmetics. Ja, ich war letztens so auf Instagram unterwegs und habe in der Story von Alicia Marie gesehen, dass sie etwas Neues gelauncht hat. Und zwar Lashes. Und ich dachte mir, die Chance muss ich nutzen, um das gleich mal auszutesten. Da ich wahrscheinlich eine der letzten Personen auf dieser Erde bin, die ihre Palette, also die 1991 Palette von Alicia Marie und BH Cosmetics noch nicht hat und die gerade reduziert war, habe ich mir die gleich mitbestellt. Und ich dachte, dann mache ich heute mal ein Review zur Palette und zu den Lashes. Das hier ist die 1991 Palette von Alicia Marie und BH Cosmetics. Ich fand die schon immer die ganze Zeit total schön, habe sie mir aber nie geholt, warum auch immer, fragt mich nicht. Und dann hat sie noch vier Paar Lashes rausgebracht. Ich habe mir von denen drei bestellt. 12 out of 10, After Midnight und Flex. Das vierte Paar, was sie rausgebracht hat, heißt Pinky Promise. Und das sind so ganz seichte, ganz natürliche Wimpern. Habe ich mir jetzt nicht bestellt, weil ich mir dachte, also entweder ich mache mir Wimpern drauf und es spam in your face oder ich lasse es einfach, und so dezente Wimpern bringen für mich nicht so viel, deswegen habe ich mir die jetzt nicht mitbestellt. Man muss ja auch ein bisschen aufs Geld gucken, ne? Meine Base, Foundation, Contour, Highlighter, Rouge, Augenbrauen habe ich alles schon gemacht, damit es nicht wieder allzu lange wird. Deswegen würde ich sagen, gucken wir uns gleich mal die Palette an. Yes. Einmal von außen einfach, wie schön kann ein Design von der Palette sein? Ich verstehe es nicht. Gerade hier so mit diesem Duochrome-Rand, was ja auch zur Palette passt, und diese Rosen. Sieht einfach mega edel aus von der Herr Props an Alicia. Und wenn wir einmal aufmachen, diese Palette zeichnet sich aus dadurch, dass hier unten die unterste Reihe komplett matte Farben sind und oben komplett Duochrome, was es, glaube ich, bisher noch nicht so wirklich gab. Ja, deswegen bin ich sehr gespannt, das heute mal auszuprobieren. Ich glaube, ich mache zwei unterschiedliche Augen-Make-ups, damit ich so viele Farben wie möglich ausprobieren kann. Und so kann ich natürlich dann auch zwei verschiedene Paar Wimpern ausprobieren und nicht nur ein paar von den dreien, die ich mir bestellt habe. Da würde ich sagen, wir fangen mit dem rechten Auge an. Können wir mal kurz drüber reden, wie gut ich vorbereitet bin. Ich habe extra so einen Holographic Highlighter drauf gemacht. Nur wegen dieser Palette heute. Falls ihr euch fragt, welcher Highlighter das ist der Abit Jelly Highlighter von NYX in der Farbe 01 Opale Scent. Ja, der ist so lila-blau, holographisch. Love it. Ich glaube, ein Auge mache ich eher kühl und das andere eher warm, weil wir haben ja hier die Palette auch so ein bisschen aufgeteilt, dass die Seite hier eher ein bisschen kühler ist und die Seite hier ein bisschen wärmer. Da gehe ich mal als Transition Color in Soft Spot. Das eignet sich ja wunderbarlich dafür. Das krümelt ein bisschen. Aber tatsächlich richtig gut pigmentiert, so wie es aussieht. Ja, nicht wundern, ich habe meine Augenlider geprimed. Mache ich immer, weil sonst, also, kommen ja die Farben gar nicht richtig raus. Aber lässt sich auf jeden Fall gut auftragen. Ist schön weich und lässt sich auch gut blenden, so wie es ausschaut. In meinem äußeren Augenwinkel vertiefe ich ein wenig mit Safe Word. Noch ein echt schönes, kühles, dunkles Braun. Gefällt mir gut. Und dann male ich quasi diese kleine Ecke hier rein. Die matten Farben lassen sich, glaube ich, auch ganz gut aufbauen. Zumindest ist es jetzt bei den beiden so gewesen. Und dann gehe ich nochmal kurz in Soft Spot, um das hier so ein bisschen rein zu verblenden. Und dann gehe ich in die Farbe Lovesick, in dieses Rosenholz hier. Und gebe den einmal hier auf meinen unbeweglichen Innenwinkel. Wow, richtig schön pigmentiert. Ich finde, auf dem Auge sieht das sogar irgendwie intensiver aus als in der Palette. Die Farbe hat auch so einen kleinen Violett-Touch. Ich denke, so für SFX-Sachen. Wenn man, keine Ahnung, sich ein blaues Auge schminken will oder Blutergüsse oder sowas, lässt sich das bestimmt auch gut verwenden. So, und dieselben drei Sachen mache ich jetzt erstmal auf dem anderen Auge mit den warmen Farben. Und da nehme ich als Transition Color Echoes.
Das ist ein echt schöner Karamellton. Like it. Meinen Außenwinkel vertiefe ich mit Bad Liar. Boah, da brauche ich gar nicht oft reingehen, es ist schon super dunkel. Verblende das wieder mit Echoes. Und in den Innenwinkel setze ich Karma. Auch ein wunderschönes Senfgelb. Ist ja voll mein Ding. Und die Außenlinie verblende ich jetzt noch ein bisschen mit Afterlife. Und somit hätte ich auch schon alle matten Farben einmal durchprobiert. Ich muss sagen, die Farbabgabe ist echt Wahnsinn. Also man braucht hier nur einmal reingehen und hat schon mal das Pigment da. Das ist wirklich richtig gut. Vielleicht nicht unbedingt was für Anfänger, aber kann sich sehen lassen auf jeden Fall. Jetzt mache ich erstmal eine halbe Cut Crease und werde das hier außen, denke ich, auch schön scharf machen, dass wir so einen Cat-Eye-Look bekommen. Dafür nehme ich meinen Canister Bronzer Concealer von NYX in der hellsten Farbe 01 Pale. So, jetzt haben wir wieder die Qual der Wahl. Was nehme ich als Topper? Um wieder so viele Farben wie möglich zu verwenden, würde ich sagen, ich nehme jeweils einen hellen Duo Chrome Tone im Innenwinkel und einen etwas dunkleren in der Mitte. Und den dritten, der übrig bleibt, mache ich unters Auge. Okay, fangen wir wieder mit dem kühlen Auge an. Da haben wir die drei lila Töne hier. Da werde ich mit Illusion auf jeden Fall in den Innenwinkel gehen. Da muss man schon ganz schön reingehen, damit man ordentlich was sieht. Geil, das ist so ein, wie mein Holographic Highlighter. So ein Lila mit Blauschimmer. Richtig cool. Auf den Rest meine Cut Crease nehme ich Spooky. Nee, ich glaube, ich nehme Alchemist. Das hier. Das ist so ein Schwarz-Lila. So eine richtige Hexenfarbe. Sehr, sehr cool. So, mit Selfford blende ich hinten noch mal ein bisschen rein. Jetzt habe ich hier an dem Übergang noch ein bisschen Mist gebaut. Ich habe das zu hart gemacht. Jetzt ist hier wie ein Strich. Egal. Und auf der wärmeren Seite nehme ich im Innenwinkel Lullaby. Wow, okay. Kommt auf dem Auge komplett anders raus, als es in der Palette aussieht, ohne Mist. Das verstehe ich jetzt nicht. Ihr seht es ja selber, ne? Im Fännchen ist es ein Rosa mit Goldpigmenten. Aber auf dem Auge ist es einfach so ein pures Gold mit ein paar rosa Glitzerpigmenten. Es ist einfach genau umgedreht. Wie funktioniert das bitte? Auf der Mitte nehmen wir Legend. Dieses Rot hier. Ja, Helga ist süß. Ich weiß, ich sehe es. Ja, na guck mal, Elfriede, die liegt da wie so ein Kaninchen. Ja, okay, ja. Aber ihr Bauch sieht aus, also die fühlt sich an und sieht aus wie so eine Hähnchenkeule. Ich zeig euch mal ganz kurz die Mädchen. Elfriede schläft wie ein Mensch. Und ist völlig weg. Die Maus. Und Helga, die Königin von allen. Du Hübsche! Du Hübsche! Kleines Monsterkind! Wie gesagt, Legend. Das ist interessant, weil das ist im einen Licht ein Kupfer-Bronzeton mit Goldpigmenten und in einem anderen Licht ist es halt so ein Pink-Rot. Versuche ich mal so ein bisschen reinzublenden, dass es nicht auch so abgehackt aussieht wie da drüben. Und gehe mit Bad Liar auch nochmal hinten ein bisschen rein. Meine Augen sehen gerade aus wie Pokémon-Typen. Psycho und Licht, Feuer. Psycho und Licht, Feuer. Genau, auf der kühlen Seite gehe ich unter mein Auge jetzt mit Spooky. Das ist tatsächlich echt so ein Zwischending aus Illusion und Alchemist. Und bei dem anderen Auge passt jetzt zwar überhaupt nicht zur Farbwahl, aber offen ist noch Ritual, das Grüne hier, was so ein
Im einen Licht so ein Grün ist und dann so ein Rot-Bronze wird. Auch echt krass. So Benzinfarben, sag ich mal. Und die allerletzte Farbe, die wir jetzt noch gar nicht benutzt haben, ist Pixie. Das ist dieses Weiß hier und hat aber so goldgrünliche Schimmerpartikel drin. Da bin ich ja auch gespannt. Das setze ich mir jetzt einfach mal als Highlighter unter die Augenbraue und in meinen Augenwinkel. Krass. Dann haben wir jetzt offiziell alle Farben der Palette benutzt. So. Das sieht jetzt so richtig zusammengewürfelt aus, weil es halt wirklich alle Farben der Palette sind. Aber wenn ich euch das mal einzeln zeige, finde ich die Farben eigentlich schon recht geil. Damit, wenn ich mir Wimpern klebe, das nicht doof aussieht, weil es irgendwie zu weit oben oder so ist und der Wimpernkranz noch ein bisschen verdichtet wird, mache ich mir nur eine ganz, ganz dünne Linie mit schwarzen Eyeliner. Und ich tusche mir meine Wimpern mit der Only Rise Mascara von NYX. Jetzt die Fragen aller Fragen. Welche Wimpern benutze ich? Also die krassesten sind auf jeden Fall 12 out of 10. Die sind am längsten und die Wimpern haben auch alle so einen leichten 3D-Effekt, wenn man von der Seite mal schaut. Die haben mir tatsächlich auch am Anfang am besten gefallen, als ich es in der Story von Ellie gesehen habe. After Midnight sind, glaube ich, von denen noch die natürlichsten. Also die allernatürlichsten sind natürlich Pinky Promise. Und dann kommt After Midnight. Die sind auch sehr füllig und sind in der Mitte ein bisschen stärker als außen. Flex ist halt einfach zum Flexen. Also so sehen sie halt auch aus. Und ich glaube, 12 out of 10 und Flex sind sich von den Styles her noch am ähnlichsten. Und ich glaube, deswegen benutze ich die beiden auch. After Midnight werde ich irgendwann mal testen, wenn ich mal einen natürlicheren Look schminke. In natürlichen Anführungsstrichen, ihr kennt mich ja. Und dadurch, dass die kühle Seite dunkler ist, werde ich da auch 12 out of 10 benutzen, weil das dramatischer ist. Und auf der warmen Seite Flex. Bei 12 out of 10 bin ich fast ein bisschen ängstlich, die aufzukleben, weil die halt so groß sind. Die sind größer als mein Auge. Ich glaube, die stoßen dann an meine Augenbraue an. Wenn man so von der Seite so sieht, sieht man, dass die einfach so ein bisschen 3D sind alle. Finde ich cool. Aber ich glaube, ich werde die auf jeden Fall einkürzen müssen, weil meine Augen für jegliche Wimpern zu kurz sind und ich die nicht im Innenwinkel kleben haben möchte. Oh. Okay, die sind wirklich lang. Das hätte ich anhand der Story nicht erwartet. Also bei Ellie im Video. Ich weiß nicht, ob die drauf hatte. Ich glaube schon. Bin mir gerade nicht sicher. Aber also in der Story sah die nicht so heftig aus. Sie sagt immer, sie hat ein kleines Gesicht. Von daher gehe ich auch aus, sie hat kleine Augen. Mir sagt man immer, ich hätte große Augen. Von daher war ich darauf jetzt nicht gefasst, dass die bei mir so riesig aussehen. Ja, ach Mann, aber auf jeden Fall die letzten zwei Abschnitte muss ich wegschneiden. Das schmerzt. Weil ich meine, die sind halt so hübsch im Großen und Ganzen. Und jetzt müssen da zwei Abschnitte weg. Das Stück habe ich jetzt abgeschnitten, damit es auf mein Auge passt. Aber ich klebe mir das zurück in die Lashbox, damit, falls ich mal Looks mache, wo ich hier unten noch Wimpern brauche, ich mir da was hinkleben kann. So, dann gluen wir die mal ein. Ich würde jetzt sehr gerne Naomi John zitieren. Putting on lash glue is the most boring thing in the world. Wünscht mir Glück, ich bin super schlecht im Wimpern aufkleben. Also, wenn diese Wimpern nicht Drama pur sind, mit diesen Wimpern kann man jemanden Auge ausstechen. Wenn ich so gucke, stoßen die tatsächlich schon meine Augenbrauen. Halt noch so fedrig, dass man den Lidschatten halt durchsieht. Ich habe ein paar heftige von NYX, die sind so krass, die hatte ich ja bei einem Drag-Make-up auf. Wenn ich da nach oben schauen würde, dann würde man nichts mehr vom Lidschatten sehen. Die sind einfach zu krass für diese Welt. Da ist schon das Wimpernband so dick, dass ich Angst hatte, dass ich das niemals auf mein Auge drauf bekomme. Wenn man die Bänder vergleicht, sind die hier deutlich, also 12 out of 10, deutlich luftiger. Glaube ich auch ein leichteres Tragegefühl, obwohl sie so lang und extrem sind. Finde ich wirklich eine gute Mischung für, wenn man mal ein bisschen dramatic hier um die Kurve gehen will. Von NYX hatte ich schon ein bisschen Probleme, die aufzutragen. Aber bei denen hier war das fast einfach.
Also einfacher als sonst, weil halt die Wimpern schon so schön gebogen waren von alleine, dass sie halt schon richtig schön auf mein Auge aufgesetzt haben. Und das Wimpernband halt auch einfach mega dünn war. Dünn, aber stabil. Und so muss es sein. Also Props an Ellie und BH Cosmetics, das habt ihr gut gemacht. Also die sind wirklich richtig, richtig, richtig schön. Die gefallen mir richtig gut, Flex. Die sind richtig, richtig schön. Nicht zu lang, nicht zu kurz. Ich struggle hier ein bisschen mit dem Innenwinkel, weil das irgendwie zu weit drin ist, weil ich hinten nicht noch mehr abschneiden wollte. Ja, deswegen bildet sich bei mir hier schon wieder Schleim ohne Ende. Aber von der Form und wie die fallen und wie die hinten auch länger werden und dann so weich sind und trotzdem noch separiert, ist halt wirklich super. Also für mich perfekt. Ich finde Flex richtig, richtig schön. Und wenn ich jetzt so nach oben gucke, dann seht ihr schon den Längenunterschied. 12 out of 10 stößt echt schon an meine Augenbrauen an und Flex nur bis dahin, wo ich den Lidschatten verblendet habe. Aber ansonsten bin ich wirklich auch mit der Qualität sehr zufrieden. Wie sie sich absetzen werden, werden wir sehen. Hier steht bis zu 15 Mal verwendbar. Bei mir versauen Wimpern irgendwie immer schon viel, viel eher. Mein Review zur 1991 Palette und zu den, oder zumindest zu ein paar von den 1991 Lashes von BH Cosmetics und Alicia Marie. Wie gesagt, die hier werde ich nochmal in einem separaten Video testen. Ja, was sage ich zu den Wimpern und zur Palette? Ich bin überwältigt, wirklich. Die Palette ist mega schön, die Farben sind super gut formuliert. Es gibt, obwohl es so mega gut pigmentiert ist, kaum Fallout, wenn man richtig arbeitet. Und die Wimpern sind Bombe, aber lassen sich trotzdem relativ leicht aufkleben. Man kann gut da was damit anfangen, wenn man schon fortgeschrittener ist im Make-up-Game. Man kann aber auch sich langsam ranprobieren, wenn man noch Anfänger ist. Und für den Preis, Wahnsinn, wirklich, würde ich jedem empfehlen. Und ich bin froh, dass ich jetzt endlich mal mir auch diese Palette gegönnt habe. Wenn euch dieses Review gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Kommentiert mal in die Kommentare, logischerweise, welche Seite ihr schöner findet. Ob ihr eher die kühle Seite schöner findet oder ob ihr eher die warme Seite schöner findet. Ich mag beide Seiten. Persönlich täuscht mich die kühle Seite ein bisschen mehr an, weil, naja, dramatischer. Und schreibt außerdem mal in die Kommentare, ob ihr die Wimpern mal ausprobiert habt und ob ihr euch auch die Palette geholt habt und was auch für Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Würde mich auch mal wirklich sehr interessieren. Ansonsten findet ihr hier mein letztes Video, hier mein vorletztes Video und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, unterstützen, supporten. Es würde mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann!